Ich begrüße Sie hier, die nach Frankfurt gekommen sind, zu der Veranstaltung des Vereins Fortschritt in Freiheit zum Thema Energiewende und, wie man früher in den Fernsehshows gesagt hat, draußen an den Fernsehschirmen, denn diese ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und die können Sie dann später auf YouTube hören mit den gesamten fein ziselierten Argumentationslinien unserer Fachleute. Doch zuerst möchte ich gerne mal Hannelore Thomas das Wort erteilen. Sie ist die Vorsitzende des Vereines und eigentlich die Seele des Vereines. Ja, ich bedanke mich auch und begrüße Sie herzlich. Vielleicht sind Sie das nicht so gewohnt, aber wir haben Sachverständige, die alles auf den Tisch bringen, was gesagt werden muss. Einiges werden Sie heute schon wieder erkennen, was Sie vielleicht in der Presse oder bei Tischis Einblick gelesen haben. Aber es gibt auch viel Neues, was Sie überhaupt noch nicht wissen. Die Politik sagt, so und so viele Windkraftanlagen, so und so viele Anlagen müssen gebaut werden. Ist das überhaupt rechtlich durchsetzbar? Normalerweise gar nicht. Es gibt kein Gesetz, der jemand verpflichtet, eine Windkraftanlage auf seinem Grundstück zu setzen. Gibt es nicht. Es gibt keinen Zwang. Es ist eine komplette Freiwilligkeit. Und die beruht nur auf Geld. Man muss die rechtliche Lage sehen. Das heißt, wir haben Netzbetreiber, die Versorgung für die Bevölkerung übernehmen in diesem Land. Und die haben ein Gesetz hinter sich, weil sie den Versorgungsauftrag haben. Und die können das umsetzen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Energieparks, Photovoltaik und Windkraft nicht. Das sind rein Privatunternehmen, die nur ihr privates Interesse haben. Ich kann sie zu nichts verpflichten und zu nichts zwingen. Sie müssen nicht liefern, sie müssen nicht da sein. Und wenn sie in Urlaub fahren und stellen den ab, müssen sie auch nichts für die Versorgung beitragen. Null. Das heißt, dass sämtliche rechtlichen Vorgaben komplett unterschiedlich sind. Das wird von den meisten Menschen gar nicht erkannt. Deswegen könnten normalerweise, wenn man so will, dürften gar keine Anlagen entstehen. Das ist einfach nur der Faktor Geld. Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit diesen Anlagen, sondern mit der Anbindung. Und das macht folgendes Problem. Da wird ein Park ausgewiesen, was auch immer das ist. Und der muss da angeschlossen werden ans Stromnetz. Da ist ja vielleicht der Anschlusspunkt 10 Kilometer entfernt. Dann müssen Sie mit der Trasse durch 20, 30, 40 Grundstücke durch. Wenn die sich alle verweigern, den nicht durchzulassen, entsteht der Windpark nicht. Weil die Bank braucht die Garantie, dass die Trasse kommt. Die Anschlusstrasse. Die kann nicht erzwungen werden. Rechtlich nicht möglich. Das muss klar sein. Das wissen aber Kommunen und Ämter nicht und die wissen gar nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Die Möglichkeit, sich gegen zu wehren, ist möglich. Das muss man natürlich vorher über Beschlüsse klar kommunizieren. Ansonsten werden Rechte von Gemeinden ausgehebelt. Ich bin dazu da, das durchzudrücken. Ich mache das bis ins Grundbuch rein, notariell fest, dass die Anlagen reinkommen. Also die Trassen reinkommen. Der zweite Step, ist der größte Kostenpunkt, der danach entsteht, dass das Versorgungsnetz der Energieversorger danach angepasst werden muss. Das muss angepasst werden. Und da beginnen die Bauarbeiten nochmal. Die sind dann vielleicht 20, 30, 40 Kilometer entfernt. Und die Kosten kriegen sie alle dann aufs Auge gedrückt. Das sind denn die Netzkosten, die sie dann kriegen. Und mit jedem weiteren Anschluss werden Sie und ich mehr bezahlen. Nur. Beschreiben Sie doch mal, was in den Kommunen passiert. In die Rathäuser stürmen ganze Abteilungen rein und versuchen, die Kommunen dann über den Tisch zu ziehen, die ja von den juristischen Spielen keine Ahnung haben. Beschreiben Sie doch mal, wie das praktisch aussieht. Praktisch aussieht, ist egal, welches Bundesland jetzt ich nehme. Ein Bundesland weist Flächen aus für Windparks. Die sind dann irgendwo
nach naturschutzrechtlichen Linien oder wie auch immer, die ausgewiesen werden, wo es möglich ist. Das ist nicht bindend. Das sind nur Kreise auf Papier, mehr nicht. Das Besondere daran ist, das wird zwar genehmigt alles und es wird den Bürgern auch vorgelegt, nun kommt der entscheidende Fakt, diese Ausweisung der Gebiete im ersten Step, da können die Bürger Einsprüche machen, ob sie das haben wollen oder nicht. So, und die Einsprüche werden geprüft. Die Einsprüche werden von Juristen geprüft. Und diese Juristen sind die gleichen, die auch die Windkraftanlagenbetreiber begleiten. Das ist der Punkt. Und die machen die Abwägung. Das Planungskonsortium der Regierung ist nur vorgeschoben. Die haben drastisch gesagt keine Ahnung. Die wollen auch nicht. Die werden bloß davor gestellt. Die machen eine Veranstaltung so wie diese hier. Da sitzen dann eben 30, 40 Bürger, lassen das alles über sich ergehen, den Unmut, und machen den Haken ran. Das ist alles. Das ist eine Alibi-Veranstaltung. Denn ist zwar der Plan auf dem Papier genehmigt, aber es ist noch keine Anlage gebaut. Und dann gehen die Errichter los und belatschen die Kommunen. Die sind alle klamm, die sind alle arm und versprechen denen einen Spielplatz oder ein halbes Feuerwehrauto. Das ist nichts. Das ist normalerweise vom Gegenwert gar nichts. Also die Leute hätten eigentlich mehr davon, das Ding abzulehnen, um ihre Landschaft zu erhalten. Weil wenn die Gemeinde zum Beispiel sagt, über meine Grundstücke wird kein Kabel gezogen, die können Beschluss machen. Gibt's nicht, wir verweigern das. Und dann haben die Errichter ein Problem. Die können die Gemeinde nicht zwingen. Ich weiß. Ich weiß, es ist mein Job, sage ich jetzt mal auf eine Art. Ich denke mir gar keine Methoden aus. Also ich versuche das zu vermeiden, selber diese Sachen zu machen. Ich bin hauptsächlich für die Energieversorger tätig. Und es gibt Drittgeschäfte, was die Energieversorger machen. Und das ist das Problem. Die spielen den Seriösen vor, geben ihre Räumlichkeiten und ihre Sachen und sagen, wir sind jetzt die Guten, wir sind ja die Versorger. Und die haben das Know-how, die haben ein Planungsbüro, die haben die Baumaschinen, die haben die Firmen. Wir machen für euch die Anbindung. Und unter dem Deckmantel, unter dem Label, wo nur, wenn man die erste Seite umblättert, steht, für wen das eigentlich gemacht wird, steht dann der Anlagenbetreiber. Und für den unbedarften Bürger und für die Kommune sieht es im ersten Blick aus, als wäre das immer der gute Versorger. Diese Methode gibt es auch. So. Und die Leute lesen sich aber ihre eigenen Verträge nicht durch. Die Kommunen sind juristisch und auch die Städte juristisch nicht dazu in der Lage, diese Verträge zu lesen. Die Juristen sind nicht gebildet, die Gemeindevertreter sind alle ehrenamtlich, die haben null Ahnung und sehen im ersten Step nur das Geld und sehen an nicht die Folgekosten und die ganzen Krampen, die in den Verträgen sind. Das sind richtig Krampen. Ich könnte jetzt hier mal ein Stück vorlesen und dann könnte ich Ihnen im ersten Text, nur am Einleitungstext, der ist ganz kurz, sind so viele Fehler drin, es ist unglaublich. Lesen Sie doch mal ganz kurz vor, Sie können ruhig zitieren. Okay, ich lese hier mal, das ist ein Privatvertrag, der würde aber auf eine Gemeinde genauso zutreffen. Die Nutzerin, also das ist der Anlagenbetreiber, plant in der Gemarkung sowieso, in welche die Vertragsgrundstücke des Grundstückseigentümers liegen, einen Windpark, sowieso, bestehend aus einer oder mehreren Energieanlagen mit einer Nennleistung bis zu voraussichtlich 10 Megawatt und einem Rotordurchmesser bis zu 200 Meter, sowie einer Nabenhöhe von bis zu 200 Meter, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur wie Zuwegung, Anschlussleitung, Trafo, Übergabestation, selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Ist Ihnen was aufgefallen? Was gar nicht geht, ist zu schreiben, voraussichtlich 10 Megawatt. Das ist ein Gummiband. Ne? Denn die Anzahl der Grundstücke sind nicht benannt. Das ist auch variabel. Nicht eine oder mehrere
Windenergieanlagen. Also wie viele denn nun? Eine oder mehrere? Eine oder 10 oder 20? Von bis zu 200 Metern? Also wie hoch ist sie denn? So wie eine Namenhöhe von bis zu 200 Metern und weiter? Selbst oder durch eine oder mehrere Betreibergesellschaften zu errichten und zu betreiben. Also mit wem mache ich hier einen Vertrag? Das wird blanko unterschrieben. Bei einigen Leuten, die unterschreiben das blanko und Gemeinden unterschreiben das blanko oder an der ersten Seite. Ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr so ein Pamphlet kriegt, das auf drei Seiten zusammenstreichen. Ne, ich könnte jetzt noch andere Beispiele machen. Das ist der Krux an der ganzen Sache, dass die Leute uninformiert sind, unbedarft. Die nehmen einen, den legt man ihnen vor. Welcher Mensch legt einem vor und macht sich nicht schlau, was man ihnen da vorlegt? Das ist ein Todesurteil. Denn am Ende bleiben die Leute auf den Kosten sitzen beim Rückbau, im schlimmsten Fall. Dann ist das Geld, was sie gekriegt haben, im Rückbau wieder weg. Haben Sie dann schon erlebt, dass es Komplikationen in Gemeinden gibt, die solche Verträge blind unterschrieben haben und hinterher gemerkt haben, oh, was haben wir da getan? Ich weiß, ich habe einen Fall oben in Bad selbst entdeckt, da bin ich einfach technisch drüber gestolpert, weil ich durch die Gegend gelaufen bin. Man hat die Windparks abgerissen, man hat die einfach umgebrochen, die Flügel abgebaut und liegen lassen, jahrelang. Und die Leute haben rumgeflügt, die Leute sind vorbeigefahren, da geht eine Hauptverkehrsstraße dran vorbei und keinem hat es gestört. Die Trafos wurden auf die Seite gekippt. Man hat die einfach liegen lassen. Nichts. Dazu muss man sagen, es gibt, das Umweltbundesamt hat eine Studie rausgegeben, die ist relativ neu, dass es für die Anlagen keine Mechanismen gibt, in ganz Deutschland nicht, wie der Rückbau zu gestalten ist. Das heißt, wer ist dafür zuständig, wer meldet das, wer guckt, wie das Verfahren läuft, nach welchem Verfahren wird die zurückgebaut, ich kann das sprengen, ich kann das zersägen oder sonst irgendwo, welche Sachen, gibt es nicht. Das gibt es ja auch nicht in der Zustimmungserklärung, wenn das Ding gebaut wird. Da ist der Rückbau zwar nur angemerkt, aber nicht wie. Wie viel Emissionen entstehen da? Wo bleibt das Zeug? Wer muss den Nachweis liefern? Wer aus dem Amt macht das? Wer hat da überhaupt eine Aufgabe? Gibt es nicht. Es gibt keine Personen dafür. Das ist ein Problem, was zurzeit auf Deutschland zurollt, was das erkannt wird, aber es ist nicht Bestandteil hier drin. Haben Sie als Jurist die Frage, welche Möglichkeiten haben denn die Gemeinden, welche bleiben Ihnen denn damit umzugehen? Tja, gute Frage. Also es ist so, dass im Hinblick auf die Entsorgung folgende Probleme bestehen. Punkt 1. Natürlich können die größten Teile der in den Windanlagen verbauten Materialien wiederverwendet werden. Stichwort Kreislaufwirtschaft Recycling. Das Problem ist nur, Kreislaufwirtschaft und Recycling ist energieintensiv. Das heißt, das Recyceln der Wertstoffe ist nur dann wirtschaftlich, wenn Energie billig ist. Derzeit wird aber Energie teuer gemacht. Und je teurer die Energie ist, desto unwirtschaftlicher ist Kreislaufwirtschaft und Recycling. Und das hat zur Folge, dass zwar viel von Recycling gesprochen wird, aber Recycling ist, um das nochmal deutlich zu machen, da sind auch sehr viele Missbräuche von Definitionen und Begriffen. Recycling liegt nur dann vor, wenn ich aus dem Wertstoff, der aus dem Produkt gewonnen wird, wieder dasselbe Produkt herstellen kann, aus dem der Recycling-Wertstoff gewonnen wurde. Typisches Beispiel: aus der Aludose wird wieder eine Aludose. Das kennen Sie bestimmt alle. Das ist dann ein Recycling auf Produktebene. In der Regel wird aber gerade bei Windanlagen hier sehr viel missbräuchlich die Begriffe Recycling verwendet, nämlich indem aus dem Stahl nicht nochmal
ein Stahlturm für die Windanlage hergestellt werden kann, weil die Qualität des Stahls durch Recycling in der Regel nicht wiedergewonnen werden kann, sondern ein minderwertiges Stahlprodukt in verschiedenster Art und Weise. Und das hat zur Folge, dass ich auf der einen Seite aber für das Recycling dieses Stahls sehr viel Energie aufwende. Und diese Energie und die Kosten rechnen sich nur, wenn ich mit dem Stahl wieder einen Stahlsturm für Windanlagen herstellen kann. Das kann ich aber nicht.